Es ist fast nichts passiert. Es ist keine große Übertreibung zu sagen, dass es fast nichts passiert. Alle Casinos sind offen, alle Spieler sind weiter in den Casinos dieser Welt und sie zocken weiter ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen. Wir haben es an Rohstoffen, wir haben es bei Währungen, wir haben es bei Aktienmärkten. Es sind einige verrückte Spielwiesen sozusagen geschlossen worden. Credit Default Swaps spielen sicher keine so große Rolle mehr und andere Dinge. Massenvernichtungsmittel spielen keine so große Rolle mehr wie noch vor der Krise. Aber ansonsten ist im Grunde nichts passiert. Man hat das eigentliche Problem, nämlich zu fragen, was bedeutet denn das? Was ist dieses Casino-Business der Banken, dieser Investmentbanker? Ist das etwas, was für die Gesellschaft ertragreich ist oder sind es nur Wetten? Diese Frage hat man nicht mal gestellt. Wenn man sie gestellt hätte, hätte man zu der Antwort kommen müssen, das meiste dieser Zockerei ist wirklich Wetten, ist einfaches Spielen. Und jeder Mensch weiß, jeder vernünftige Mensch weiß, dass aus einem Casino positiv am Ende nichts rauskommt. Das heißt, es gibt keinen gesellschaftlichen Ertrag. Aber der Ertrag ist sogar negativ. Warum? Weil über diese Zockerei bestimmte, die wichtigsten Preise unserer Volkswirtschaften, nämlich Zinsen, jetzt in Europa, Währungskurse, und Rohstoffpreise massiv verzerrt werden. Und diese Verzerrung ist schädlich für die Wirtschaft. Die ist eine massive Störung des marktwirtschaftlichen Prozesses. Und alle Marktwirtschaftler müssen auf die Barrikaden gehen und sagen, das kann nicht so weitergehen. Aber man hört nichts davon. Was ist in Ihren Augen der Grund dafür, dass so wenig passiert ist? Naja, man kann sich das ganz gut in den USA anschauen. Die haben Dodd-Frank Act gemacht mit großen Intentionen. Sie wollten wirklich etwas erreichen, sie wollten wirklich etwas ändern. Herausgekommen ist, man hat ein Mäuslein geboren, sozusagen der Berg hat lange gekreist und hat ein Mäuslein geboren. Und dieses Mäuslein wurde dann noch kleingeschossen von der Wall Street im Zuge des Prozesses, sodass am Ende wirklich ganz durchgreifende Regelungen nicht erreicht wurden. Es wird ja jetzt diskutiert, vermehrt wieder diskutiert, ein striktes Trennbankensystem, das ist in der Tat die einzige Möglichkeit, wie man der Sache Herr werden kann. Was wäre das, ein Trennbankensystem? Es müssen die Banken wieder getrennt werden, einen normalen Serviceteil, einen Teil, der einen Service für die Gesellschaft bietet, indem er Kredite vermittelt, Kreditvermittlung, aber für reale Investoren, für Investoren, die wirklich in Sachanlagen investieren wollen und wirklich Rendite erzielen können. Und davon abgetrennt werden muss dieser ganze Teil des Investmentbanking, also der Zockerei. Und nur die normalen Banken dürfen Zugang zum extrem billigen im Moment Zentralbankkredit haben, was ja ein unglaubliches Privileg ist, was ja eine ungeheure Subvention ist für die Banken. Dieser Weg darf nur solchen Banken offenstehen. Die müssen aber dafür sehr solide und ganz einfach und langweiliges Banking betreiben sozusagen. Manche Banker sagen ja, das ist langweilig, aber das genau wollen wir. Wir wollen langweiliges Banking, wir wollen Kreditvermittlung und nicht Gambling oder Zockerei auf den großen Spielwiesen dieser Welt. Und diese Trennung voranzutreiben ist extrem wichtig. Das ist der einzige Weg, wie man diesen Investmentbanking-Teil auf Dauer austrocknen kann, wenn man nämlich dann dafür sorgt, dass die Banken keine Kredite für diese Zocker geben. Und das würde auch heißen, dass die Investmentbanken auf eigenes Risiko arbeiten und im Zweifelsfall nicht gerettet werden würden? Sie dürfen auf keinen Fall gerettet werden, das ist vollkommen klar. Sie dürfen auf keinen Fall gerettet werden. Ich würde nur einen Schritt weitergehen, eben dafür sorgen, dass auch Banken keine Kredite für Wetten geben. Wenn Sie heute zu Ihrer Bank gehen, Hausbank gehen und sagen, ich möchte einen Kredit von 5.000 Euro, um heute Abend ins Casino zu gehen, dann wird der Sachbearbeiter sagen, nein, du kriegst keinen Kredit, um ins Casino zu gehen. Und diese Regel muss überall gelten. Es darf keinen Kredit für Wetten geben, denn Wetten bringen keine Erträge. Und wenn etwas keinen Ertrag bringt, kann man dafür auch keinen Kredit geben, weil man keinen Zins erwarten kann. Also das muss total unterbunden werden. Herzlich willkommen bei Kontext TV. Du hättest die Stromrechnung bezahlen sollen. Wovon denn? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Kontext TV produziert andere Nachrichten für eine andere Welt. Damit bei uns nicht die Lichter ausgehen und wir weiter kritisch für Sie berichten können, brauchen wir Sie. Schenken Sie Gedankenfreiheit. Werden Sie Fördermitglied von Kontext Medien e.V. Oder verschenken Sie eine Mitgliedschaft an Freunde und Verwandte. Ein anderes Fernsehen ist möglich. Mit Ihrer Unterstützung gehen die Lichter wieder an.